Hallo zusammen, das ist das Tesla Model 3 Long Range Allrad und ich habe gerade einen 130 km/h Reichweitentest gemacht. Jetzt lade ich schnell und dann fahren wir wieder rüber zum anderen Ionity und machen mal einen 110 km/h Reichweitentest. Ich versuche, dass ich drüben so mit 90% anfangen kann und dann fahren wir wieder unsere Strecke und kommen wieder hierher und dann schauen wir, wie viel Reichweite das er bei 110 hat. Es wird ein bisschen wärmer werden und die Sonne kommt auch endlich raus. Es soll ein bisschen besser werden. Wir freuen uns, oder? Hä? Ich bin auf dem Weg, fahre 112, weil das sind 110 GPS, bin bereits 15 Kilometer gefahren, 203 Wattstunden pro Kilometer ist mein Verbrauch im Moment, das ist wieder Trip A, weil die ersten 10 Kilometer bergauf, wie immer, ich sage es die ganze Zeit, es hat 20 Grad draußen und es ist sehr feucht. Bin bei 21,5 Grad mit Klimaanlage und alles und hier haben wir die typische Warnung für den Tempomaten und ich lenke wie ein Irrer und es dauert immer furchtbar lang, bis er mich erkennt. Oder er erkennt mich sofort, aber die Warnung sagt, ich muss hier fünfmal warnen, ich kann hier nicht einmal warnen, das geht ja gar nicht. Laut hier habe ich gute LTE-Verbindung, drei Balken, vorher waren es sogar vier, aber mein Spotify funktioniert nicht. Wenn ich das jetzt lang stehen bleibe, dann steht irgendwann hier abmelden da. Keine Ahnung warum. Ich war gerade auf der Toilette und danach komme ich zurück und jetzt geht es nicht mehr. Ich bin bei 65%, habe also 25% der Batterie benutzt. Es waren 126, das sind 504 Kilometer volle Reichweite. Mein Durchschnittsverbrauch ist 144 Wattstunden pro Kilometer. Es hat 23 Grad draußen und ich habe die Klimaanlage auf 21,5 mit der Klimaanlage an und im Auto. Es ist die Hölle los, sehr viel Verkehr. Ich muss ganz oft langsamer fahren und hinter jemand mit so 100 km/h oder langsamer hinterherfahren und dann mit 120 überholen, weil so viele Autos von hinten kommen und die kommen auch mit 130 und ich will da keinen aufhalten, Sicherheit und so weiter. Es kommt ganz oft vor, das ist natürlich nicht super für den Verbrauch. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück nach Deggendorf, fahren wir dann nach München und irgendwo auf der Richtung drehen wir dann um und fahren wir zurück zum Lader. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt ist es 12 Uhr. Ich möchte so um 1:30, wenn es geht, wieder zurück beim Lader sein. Wenn ihr einen Überblick braucht über eure monatlichen Kosten für euer Elektroauto, ihr wollt alle eure Fahrten sehen, ihr wollt alle eure Ladesessions sehen, was ist das Verhältnis zwischen AC und DC Laden, was ist euer Durchschnittsverbrauch und so weiter, dann ist Jonity genau das Richtige für euch. Jonity verbindet sich mit eurem Auto, viele Marken werden unterstützt, mit der App oder mit dem Browser könnt ihr dann alle diese Daten sehen. Außerdem gibt es ein 100% finanzamtkonformes Fahrtenbuch. Meine Zuschauer bekommen 25% Rabatt, wenn sie den Link in der Beschreibungsbox benutzen. Ich habe gerade umgedreht, fahren wir zurück zum Lader. Ich navigiere aber nicht zum Lader, sondern zu der Raststätte, weil er wollte die Batterie vorheizen und das wollen wir nicht. Das verfälscht ja den Verbrauch und dann die Reichweite. Er sagt,
Als ich umgedreht habe, hat er gesagt, ich komme mit 30% an. Jetzt sagt er schon 32%. Ich glaube, er checkt nicht ganz, dass ich die ganze Zeit 112 fahre und nicht 130. Genau mit der Zeit. Er sagt 34 Minuten. Ich glaube, das schaffen wir auch nicht, weil es noch 69 Kilometer sind. Aber werden wir dann schon sehen, ob das alles so stimmt. Ich habe gerade Autopiloten an, ich traue mich. Fahre dann danach heim. Langer Tag heute. Sonntag ist immer ein bisschen Arbeit mit den Reichweitentests. Und obwohl heute viel los war, es war trotzdem besser, wie wenn Lastwagen fahren. Wie wenn jede, weil wenn hier Lastwagen fahren, vor allem auf der A3, auf der Autobahn jetzt hier nicht, auf der A92, aber auf der A3, wenn da Lastwagen fahren, dann sind es 10 Lastwagen hintereinander. Und das heißt, wenn ich überholen muss, dann fahre ich ganz lange nicht die Geschwindigkeit, die ich fahren möchte. Und das ist heute besser. Hier ist es nur kurz, überhol kurz und dann geht das schon wieder. Der 130-Test war super und der jetzt, ja, ganz oft muss ich ein bisschen langsamer fahren und dann raus, ein bisschen schneller und wieder rein. Aber es ist auch noch okay. Ja, Spotify funktioniert wieder. Nach ein paar Minuten, 15 Minuten, hat es dann wieder funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Internetverbindung war die ganze Zeit an. Audible hat funktioniert. Und dann irgendwann Spotify auch wieder. Also wunderbar. Wenn ich dann, ja, was ich noch gesagt habe, der lange Tag heute. Bin um 5.30 Uhr aufgestanden. Ich tue jetzt voll jammern hier. 5.30 Uhr aufgestanden. 6 Uhr bin ich losgefahren. 6.30 Uhr war ich bei Ionity beim Lader. 7 Uhr bin ich losgefahren für den ersten Reichweitentest. 9.30 Uhr war der fertig. 10.30 Uhr, 37 Uhr so, bin ich dann mit diesem Reichweitentest losgefahren. Und dann, wenn ich jetzt da bin, ist es 13.30 Uhr und bis ich daheim bin, ist es 2. Das waren dann 8 Stunden unterwegs für 3 Videos. Eins nur halb, weil da will ich noch zum Supercharger. Und ja, genau. Und ich fahre übrigens danach dann beim Supercharger vorbei, den Tesla gerade baut, nämlich direkt um die Ecke von mir, bauen sie 9 Lader. Version 4, also die ganz neuen, die auch 800 Volt können und 250 Kilowatt. Come on, ich lenke hier und ihr merkt mich nicht. Und erstens einmal ist das näher an mir dran wie Ionity. Ionity ist so 30 Kilometer entfernt, das nur 13. Aha. Zweitens ist es sogar billiger, wenn ich den Supercharger Pass da bekomme und irgendwie 100 Euro im Jahr zahle, ist es billiger wie Ionity mit meinem Volkswagen-Vertrag. Bei Ionity und anderen, aber natürlich kann ich nirgendwo anders laden wie Supercharger. Drittens ist es direkt an der Autobahn. Am vierten, ich kann dort alles laden. Ich, bis auf jetzt einen Porsche Taycan und sowas, die schneller laden als 250 Kilowatt, könnte ich da jetzt alles laden und alles testen. Nachteil bei den Ladern ist, sie haben halt kein Display. Ich muss das alles in der App sehen. Was aber geht, ich kann ja die App aufnehmen. Wieso nicht? Also Screen Recording von der App. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt hier bei Ionity immer losfahre, muss ich ja immer die ersten 10 Kilometer bergauf. Und dieser Tesla-Lader, der ist nach dem Berg. Das heißt, wenn ich von da losfahre, wenn ich da meine Reichweitentests mache, da gibt es gar keinen Berg mehr. Natürlich noch besser, weil Berg hoch, Berg runter heißt nicht, das ist das Gleiche wie einfach geradeaus fahren. Sondern das ist noch effizienter, wenn es nur geradeaus ging. Man hat das halt nicht immer und kann sich nicht immer aussuchen. Ja, genau. Ich war gerade bei 40%, es regnet gerade ein bisschen, wird aber gleich wieder aufhören, wie ich das hier sehe. Also wirklich nicht schlimm. Es waren 256 Kilometer, die ich mit 50% gefahren bin, sind also 512 Kilometer volle Reichweite. Verbrauch ist immer noch 144 Wattstunden pro Kilometer, hat sich in der ganzen Fahrt nicht geändert seit die ersten 20 Kilometer oder so. Es hat nur noch 22 Grad, Sonne ist weg, sonst habe ich ja nichts geändert. Auto sagt, ich komme mit 34% an. Bin mit 34% angekommen, 290 Kilometer gefahren, 143 Wattstunden pro Kilometer war mein Durchschnittsverbrauch.
Wenn ich die 290 Kilometer nehme, ich nehme das jetzt hier für meine Berechnung, falls es falsch ist, hier sind die Daten mit Wetter und Reifen und alles Mögliche, falls das nicht stimmt, ich schaue das zu Hause auf Google Maps dann durch. Aber wenn ich das nehme und ich habe 56% der Batterie benutzt, komme ich auf 517, fast 518 Kilometer Reichweite mit diesem Verbrauch unter diesen Bedingungen. Wie gesagt, es war sehr viel Verkehr, musste sehr oft langsamer fahren und dann wieder beschleunigen, das ist nie gut. Temperatur war so 20 bis 24 Grad, es war mal die Sonne draußen, dann hat es ganz kurz geregnet, aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss hatte. Alles wunderbar. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox und hier auf YouTube gibt es Kanalmitgliedschaft. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.